Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Von mir mal ganz alleine gerade. Weil ich gerade bei der Post war und Pakete weggebracht habe für euch. Also für einige Zuschauer. Und ja, morgen ist die Taufe der kleinen Lia. Und ich weiß nicht, ob das hier schon das Taufvideo wird. Aber ich versuche euch heute in die letzten Vorbereitungen mitzunehmen. Und ja, wenn heute und morgen zu wenig Material zusammenkommt, schneide ich es natürlich in einen Vlog. Das heißt, ja, vielleicht ist es auch schon der Taufvlog. Meine Güte, ich bin so aufgeregt, wie das morgen wird. Wir hatten jetzt auch schon das Taufgespräch gestern, vorgestern. Da war der Pastor bei uns. Das war ganz toll. Und wir haben die Lieder ausgesucht und ja, so ein bisschen gequatscht, wie das so abläuft. Und wir sind einfach so, so gespannt, wie das wird. Und ja. Ich bin total begeistert. Wie gesagt, es geht jetzt an die letzten Vorbereitungen. Das heißt, aufbauen, aufräumen, dekorieren und so. Das werdet ihr alles sehen. Und ich bin so gespannt, wie das nachher aussieht und wie das wird. Und ja, jetzt fahre ich noch schnell zu Rossmann. Und dann geht es auch wieder ab nach Hause. Die Kleine ist nämlich bei Oma und Opa. Und genau, deswegen wollte ich jetzt kurz einmal schnell die Post erledigen, damit das vor dem Wochenende weg ist. Und dann nochmal kurz zu Rossmann. Oh, ich bin bei Rossmann. Tada. Ich werde jetzt mal kurz reinhüpfen. Die Kamera lasse ich hier, weil sonst habe ich keine Hände frei. So schnell geht das. Und zwar habe ich einfach nur Windeln gekauft, Größe 3. Und eine Zahnbürste habe ich mir gekauft. Ja. Ich habe ja keine bestimmte Zahnbürste, ich nehme immer das, was mir gerade so gefällt. So, meine Lieben, ich bin wieder zu Hause und der Felix ist jetzt auch gerade von der Arbeit gekommen. Und. Was? Was? Nee, Felix von der Arbeit gekommen. Und wir räumen hier oben gerade die Bude auf, damit das hier morgen richtig los. Stimmt. Ist schon aufgeräumt, aber wir hängen hier gerade so mit so weißem Plan alles ab, damit es alles schön ordentlich ist. Wir feiern das Ganze hier im Wohnzimmer bei uns. Und also das brauchst du wirklich nicht abhängen. Doch, gerade das. Gut, okay. Wir haben hier auf jeden Fall gerade das große Loch abgehängt zum, zum Flur hin. Damit man einfach das dahinter nicht sieht. Ja. Und damit das einfach alles ordentlich ist. Hol doch den Eimer am besten ganz raus. Und in 2 Minuten geht er dann wieder hin. Naja, gut. Hier macht er gleich noch die eine Regipsplatte vor. Diese da. Das ist auch zu. Ja. Und dann haben wir hier ja Ausgleichsmasse gerade gelegt, aber das ist alles total unwichtig. Hier kommt nachher noch ein Teppich oben drauf. Und dann kommen hier Bierbänke hin. Das geht nicht so weit, nicht so weit links, denn er hat schon mehr Platz. Genau, geht da so. Genau. Ja? Nein, ist die nicht. Ja, genau, hier sind so weiße Planen. Und dann hängen wir das hier einmal so alles ab, die beiden Türen auch noch. Und dann haben wir einfach so einen einheitlichen Raum. Wie gesagt, kommt ja noch ein Teppich hin und dann kommen hier Bierbänke hin. Vier Stück wollten wir hier, vier Bierbänke hin und dann passt das schon. Dann darf ich ihn ja endlich dekorieren. Nachher müssen wir auch noch die Torte abholen, ne? Schicke Torte, ich bin so gespannt, wie die aussieht. Ich habe noch kein Foto gesehen, Schatz. Was? Noch kein Foto gesehen. Pass auf deinen Finger auf. Das machst du gut. Ich bin begeistert. Guck mal, wie schön er das macht. Einmal ein Lob an Felix in die Kommentare. Aber extra die ältesten Nägel genommen. Sehr gut. Alles wieder verwerten. Das wird positive Kommentare geben, Schatz. Mach schön stramm. Schön, genau, schön stramm. Bücher habe ich auch schon etwas aufgeräumt, weil hier kommt ja nachher das Essen rein. Deswegen habe ich hier so ein bisschen frei gemacht. Dafür ist hier das Chaos, aber das ist ja hinter der Tür, das sieht ja keiner. Und auch hier ist so ein bisschen frei. Aber wie gesagt, es geht ja einfach nur darum, dass wir hier essen. Ne? Hier ist ja nur das Essen. Und Zwischenweg.
fertig ist der Lack. Alles so. Ich habe schon gesagt, wir können hier so einziehen. Passt doch. Ja, die eine Platte wird auch noch reingemacht gleich. Ne? Und dann sieht es doch einigermaßen gut aus. Ich weiß, es ist alles provisorisch, aber besser als sich irgendwie so einen teuren Raum zu mieten. Ne? Sie sehen hier einen Felix in seiner freien Umgebung. Bestimmt da ist der ja. Ja, gleich. Ha! Ich wollte euch noch das Babyzimmer zeigen, Leute. Guck mal, wie schön. Ich habe ihren Puppenwagen dahingestellt. Ist das nicht süß? Oh, das sieht so schön aus. Ja, das da sieht nur so ein bisschen schäbig aus, ne? Oh, das passt schon. So. Oh, wie schön. So, meine Lieben, wir sind jetzt auf dem Weg, die Torte abholen. Das Ganze ist in Gettorf in der Nähe von Kiel. Ich weiß nicht, kennen schon einige Kiel. Kiel kennt man nur in Deutschland, oder? Kiel kennt man. Ja, also auf jeden Fall holen wir die Torte. Was ich euch sagen kann, sie ist einfach so mega genial. Sie ist dreistöckig. Und wir haben unten Schokolade, also ganz große Schokolade. Dann haben wir Vanille und dann noch Erdbeer. Ja, ich bin sehr gespannt, wie die aussieht. Also ich habe schon sehr, sehr viele Torten von der Dame gesehen und ich verlinke euch ihren Account auch mal unten in der Infobox, wenn ich das nicht vergesse, weil sie hat einfach so mega geniale Torten. Und genau, ich habe mir da mal schön ins rausgeguckt und sie hat sie mir nachgemacht sozusagen. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen ihr nochmal geschrieben, dass ich so eine kleine Änderung gern hätte. Und sie hat geschrieben, dass sie es eigentlich schon soweit fertig hat, also nicht die Torte, sondern das, was da drauf kommt. Und dementsprechend weiß ich jetzt nicht. Sie hat geschrieben, sie lässt sich was einfallen. Ich weiß nicht, ob sie meine Idee gemacht hat oder nicht. Ich bin sehr gespannt. Genau, die Kleine liegt hier in ihrer Babyschale. Und Felix ist schon ganz ungeduldig. Gut, wir fahren jetzt erstmal die Torte abholen und ihr seht sie dann auch nachher. So, meine Lieben, wir sind jetzt gerade noch bei Aldi hier. Kleine Mutter hat gerade geschlafen, ist aber wach geworden. Genau, wir wollten jetzt noch Getränke holen und sowas für morgen. Und wir haben jetzt sowieso noch ein bisschen Zeit. Wir haben noch eine Stunde. Um 18 Uhr wollten wir uns nämlich treffen. Und es ist 17 Uhr und dementsprechend, ja, gehen wir jetzt kurz diese Getränke und so einkaufen und dann holen wir auch schon die Torte ab. Ihr glaubt nicht, wie gespannt ich bin, Leute. Ich bin sowas von gespannt. Na, jetzt werden wir erstmal so ein paar Getränke kaufen und ja. Dann geht's nach Hause. So, einer reicht. Und dann nochmal auf die andere Seite, ne? Medium nehmen. Ja, das. Ich habe sie tatsächlich auf dem Schoß. Oh mein Gott. Ja, Felix ist, glaube ich, noch nie so vorsichtig gefahren. Außer als ich in den Wehen lag. Nee, da bist du nicht vorsichtig gefahren. ja, ich habe sie hier tatsächlich auf dem Schoß. Ich gebe euch hier mal so einen kleinen Einblick. Ja, wir sind mehr als begeistert. Hammermäßig, wirklich. Und ja, ich werde sie euch nachher nochmal zeigen. Oder sonst halt im Taufvideo. Ich weiß nicht, wie ich das heute Abend noch schaffe. Weil wir ja gleich noch dekorieren müssen und so. Genau. Ja, ich bin super gespannt, wie das morgen wird und vor allem, wie die schmeckt. Wir haben ja, habe ich euch schon tausendmal erzählt, Erdbeer, Vanille, Schoko haben wir, genau. So, meine Lieben, bei diesem wunderschönen Sonnenuntergang sind wir wieder zu Hause. Ja, das war eine Tour mit der Tochter auf dem Schoß. Hammer, wird nie wieder, wirklich nie wieder. Ja, wir haben einen super schönen Sonnenuntergang, wie ihr seht. Und Felix hat hier gerade noch was rangenagelt, alles klar. Genau, die kleine Mutter liegt da und wir haben hier gerade so einen grünen Teppich ausgelegt. Leider ist auch der viel zu klein für diesen riesigen Raum. Aber ja, wir haben damit schon die Hälfte so abgedeckt. Das sieht dann schon ein bisschen besser aus. Jetzt holt Felix hier gerade die Bierbänke. Ich glaube, die kennen einige von euch sicherlich. Genau, da haben wir jetzt vier Stück hier. Ich bin hier übrigens total eingesaut, ja. Und dann, genau, passt das schon, denke ich.
Vier Garnituren haben wir dann. Papa hat er auch noch welche? Papa hat noch welche. Ja. Bank Nummer 3 steht, beziehungsweise Tisch Nummer 3. Hier fehlen noch die Bänke dazu jetzt. Und dann haben wir noch Tische von meinen Eltern. Da kommt dann noch einer hin. Und ich denke, dann passt das auch. Dann haben alle Platz. Wir werden gleich nochmal durchzählen hier. Dann haben wir noch Polster für die Bierbänke hier. So, weil das sieht ja auch nicht mehr schön aus hier. Da haben wir extra noch Polster. Und genau, das machen wir jetzt erstmal fertig. Und dann ist für morgen hoffentlich alles bereit. Ich bin so gespannt. Da kommt der Herr schon wieder mit den zwei Bänken.